Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in den Douglas Home Spa Bodycare Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Mein Video kommt jetzt gleichzeitig mit dem von Nicole online, denn wir haben uns beide diesen Adventskalender bei Douglas für 49,95 bestellt und sind beide wahrscheinlich auch sehr gespannt, was wir hier drin finden dürfen. Meine Idee dahinter ist das vielleicht eine Alternative zu bekannten Geschichten wie The Body Shop, der uns dieses Jahr ja leider nicht zur Verfügung steht. Ich bin echt gespannt, Leute. Guck mal, also so sieht er aus. Das ist so ein Move mit goldenen Applikationen drauf und das sieht schon mal richtig ansprechend aus, ne? Hier haben wir so ein schönes goldenes Schleifchen, also zum Verschenken ist er doch sicherlich 1A. Hier vorne habe ich noch ein Klebi, das habe ich eben wohl vergessen aufzumachen. Und dann öffnen wir mal das Schätzelein. Es ist ein Kläppchen-Adventskalender, der einmal so aussieht und er fühlt sich so schön schwer an, dass ich wirklich hoffe, dass wir hier richtig Kabittjes bekommen. Lasst uns mal reinschauen. Also den wird man sich sicherlich gerne so hinstellen in der Weihnachtszeit, oder? Und solltest auch du Teil der Crew werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Wir starten diesen Adventskalender am 1. Dezember mit dem Douglas Home Spa La Résistance Cita Lasso. Das ist ein Duschgel mit Bergamotte und Meeresmineralien. 50 Milliliter sind hier drin. Das ist ein Duft, der wirklich eher aquatisch unterwegs ist, ein bisschen frischer. Ja, und so in einen Body-Adventskalender mit einem Duschgel zu starten, finde ich durchaus sinnvoll. Bin auch mal gespannt, wie viele Duschgele, Bodycreams und Co. wir hier so finden werden und wie abwechslungsreich der eigentlich so sein wird. Oh, zum 2. Dezember erhalten wir Garden of Harmony, eine Seife. Okay, 30 Gramm sind hier drin enthalten. Ich benutze Seifen halt gerne so ganz klassisch für die Hände natürlich. Riecht sehr angenehm, hat auch ein bisschen was Orangiges mit dabei. Riecht nach Meer, würde ich mal so sagen. Ist tatsächlich halt auch so eine Sache, mit der ich meine Pinsel auch ganz gerne reinige, ne? Genau. Manche verwenden das auch sicherlich ganz gerne, um sich den Körper damit sauber zu machen, so als Duschgelersatz. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und die Reihe mag ich gerne. The Lagoon Leilani mit Ilang Ilang und Tiare Blume ist das eine Handcreme. Die riecht unheimlich gut. Die mag ich sehr gerne. Also die hat halt wirklich was sehr cremiges, blumiges. 30 Milliliter sind hier drin enthalten. Das riecht schon sehr, sehr nice, Leute. Ist halt voll mein Vibe, ne? Das ist, ja, Claudi-Style. Hier haben wir die Nummer 4. Ach, guck mal, da dürfen wir baden gehen. The Palace of Orient, ein Bath Fizzer mit 25 Gramm. Definitiv eine schöne Sache. Den mag ich. Den hatte ich auch schon ein paar Mal in Adventskalendern von Douglas mit drin. Riecht sehr, 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 sehr blumig. Also blumig-orientalisch, noch blumiger als der. Der riecht cremig-blumig, der riecht blumig-orientalisch, würde ich sagen. Sehr angenehm. Also am 5. Dezember frage ich mich echt, warum der Adventskalender so schwer ist. Also hier haben wir so ein Körper-Peeling-Pad drin enthalten. Und da erinnert uns der Adventskalender, du weißt schon, dass dieser Adventskalender 49,95 kostet und nicht 89,95. Also hast du hier auch Füllprodukte drin. Freu dich darüber gefälligst. Nein, aber das ist halt auch für, wenn du ein Körperpeeling machen willst, ohne groß weiteres Produkt zu verwenden, ganz gut. Ne? Das kannst du halt auch einfach waschen und ja, schönes Produkt eigentlich. Mit Öffnen des Nikolaus-Kläppchens am 6. Dezember zerstöre ich immer mehr diesen armen Adventskalender. Das finde ich schön. The Palace of Orient, das ist die Comforting Body Lotion mit Rose und Arganöl. Ach, deswegen mag ich so gerne den Duft. Na, schau einer an. 75 Milliliter haben wir hier drin enthalten und das ist doch mal eine schöne Sache. Auch eine vernünftige Größe, finde ich, ne? Schön, 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 schön. Wobei, war das ein verdientes Nikolaus-Kläppchen? Weiß ich nicht. Hätte man vielleicht so einen Body-Duft oder so reinmachen können, das hätte noch ein bisschen mehr Kapitjes gegeben. Schauen wir mal in die Nummer 7. Da haben wir, oh, Villa Bali, ein Bodyöl. Wie schön, mit 10 Millilitern. Wusste ich nicht, dass Douglas sowas hat. Finde ich spannend, sehr spannend. Ist hier noch zugeklebt, lasse ich auch mal zu. Ich weiß nicht, wonach das riecht. Vielleicht werde ich gleich noch aus dieser Reihe irgendwas anderes finden. Das ist übrigens Glas hier unten, das ist ja schön. Körperöl verwende ich übrigens sehr gerne, so von Knie bis Hüfte, weil ich einfach gemerkt habe, dass meine Oberschenkel das einfach ganz gut haben können. Ich habe da halt so Wachstumsstreifen, ne, von meiner Jugend her noch. Und ich finde, dass das Ganze dadurch etwas smoother wird. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier geht es nochmal in, das darfst du unter der Dusche verwenden. Sowas finde ich auch immer nice. Von La Résistance Cita Lasso, diesen Shower Steamer, eine Duschbombe. Das ist auch sehr aufregend. 45 Gramm sind hier drin. Aber du hast hier in der Mitte so eine Sollbruchstelle. Das heißt, es reicht definitiv für zwei Duschen. Jetzt träumt Sammy. Sehr passend, denn die Nummer 8 ist auch sein Geburtstag. Der hat am 8.12. Geburtstag. Und ja, finde ich auf jeden Fall mal ein bisschen abwechslungsreich. Das hat
hatten wir, glaube ich, so in dem Adventskalender von Douglas noch nicht drin. Über die Nummer 9 wird sich mein Freund sicherlich freuen, denn das ist die The Wild Forest Lodge Revitalizing Body Wash Sache mit Zedernholz und Vetiver, 50 Milliliter. Und der mag halt so waldig, holzige Düfte, ne? Das ist halt so ein richtig schöner Waldspaziergang. Das mag der, das kriegt der. Darüber wird er sich bestimmt freuen. Hat er sich drüber zu freuen, ja. Ja, ja. Ja, in der Nummer 10 darf es hier mit so einem Schwamm weitergehen. Das sieht jetzt auch echt doof aus. Also sowas in den Adventskalender reinzupacken, finde ich persönlich sehr, sehr unsexy. Das ist halt meistens so, dass du, wenn du sowas mit Wasser in Kontakt bringst, dass es halt so richtig fluffig wird und man damit dann auch schön sich quasi abwaschen kann. Das ist quasi der nachhaltige Duschpuffel, um das mal so zu sagen. Sieht aber in einem Adventskalender sehr blöd aus. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, rät uns dazu, wieder ein Bad zu nehmen, und zwar mit La Résistance. Talasso. Citalasso, Mensch. 25 Gramm sind hier drin. Auch das ist ein eher Unisex-Duft, der auch so ein bisschen in die, ja, wie sieht ja auch schon so grün aus. Ist jetzt nicht dieses waldige, schwere, sondern halt eher so, ja, wie würde ich das beschreiben? Das steht hier doch drauf, Claudi. Bergamotte und Meeresmineralien. Ja, genau. Halbzeit, die Nummer 12, enthält eine Caring Body Cream. Richtig geil. Garden of Harmony, 100 Milliliter. Das finde ich richtig schön. Sowas habe ich mir in diesem Adventskalender gehofft, aber ich habe nicht damit gerechnet. Bin ich ganz ehrlich, ne? Das ist cool. Das ist halt auch ein eher in die orange Richtung gehender Duft, aber ist richtig toll. Das finde ich, also das freut mich gerade richtig derbe. Ich hätte gedacht, dass sie sowas in eine 6 reinpacken, aber da packen die halt sowas rein, ist aber auch okay. Das hätte ich in der 6 gesehen. Ja, aber generell die erste Halbzeit ist natürlich, ne, alles für den Körper, alles ist mit dabei, 2 Füllprodukte. Rechnen wir mit, dass wir auch Füllprodukte bekommen, ist klar. Aber es sind halt auch irgendwie ein bisschen andere Produkte, wie jetzt, also jetzt nicht unbedingt ein klassischer Duschpuffel, sondern halt so ein Ding, was aussieht wie ein Blatt Papier quasi. Was aber sicherlich unter der super sein wird, und halt so ein Peeling-Schwamm, was ich auch ganz nice finde. Ansonsten ist das Ganze halt auch schon relativ abwechslungsreich. Finde ich schon. Am 13. Dezember gibt es wieder eine Handcreme, und zwar das Land of Vesta. Das ist mit Guavenholz und Birke. Okay. Energizing Handcreme mit 30 Millilitern. Hört sich spannend an. Ist aber dann wahrscheinlich auch eher eine Handcreme, die ich meinem Freund geben würde. Wobei die, na, weiß ich nicht. Ist es so kalt oder so? Da muss man halt immer so ein bisschen gucken. Das mögen wir beide nicht so gerne. Wenn du da jetzt irgendwie Minze oder sowas mit drin hättest, ne? Muss ich mir nochmal anschauen. Aber es hört sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant an. Ja, jetzt mal im Ernst, wusstet ihr das, 14. Dezember, dass Douglas sowas im Sortiment hat? Das ist cool. Der Adventskalender sollte eine Marke immer schön repräsentieren. Und das macht er. Der zeigt mir wirklich Sachen, die ich so noch nie von Douglas gesehen habe. Und das freut mich. Obwohl ich auch schon echt oft in irgendwelchen Douglas-Stores war und auch in der Douglas-Ecke und so. Aber das habe ich noch nie gesehen. The Palace of Orient Bath Salts. Wobei, habe ich das nicht mal irgendwie so ähnlich in einem Adventskalender gehabt? Weiß ich nicht. Riecht irgendwie ganz interessant, muss ich sagen. Du hast ja auch wirklich so große Stücke mit drin, ne? Also nicht nur, dass du das Salz hast. Es sieht ein bisschen aus wie irgendwas Ausgefegtes. Aber ich glaube, das wird richtig abgehen, Leute. Das finde ich total cool. Wir haben ja 80 Gramm drin enthalten. Das reicht mindestens für eine Badewanne. Schön. Aber achtet drauf, euch nicht irgendwie kurz vorher richtig krass rasiert zu haben. Könnte brennen. Ich habe eben noch diesen quasi Schwamm gelobt. Ich habe jetzt hier am 15. Dezember einen Duschpuffel drin. Naja, für die Leute, die halt Nachhaltigkeit blöd finden, können sich halt den Plastikduschpuffel nehmen und damit halt Duschgel sparen. Immerhin. Ja, das nenne ich mal random. Am 16. Dezember haben wir The Lagoon Leilani hier drin als Eau de Toilette mit 10 Millilitern. Das in der 6, meine lieben Freunde von Douglas. Das wäre voll geil gewesen. Ja, finde ich nice. Richtig nice. Ja, es ist ein Roller. Ja, das finde ich blöd. Ja, ist halt, wie es ist. Aber das riecht voll gut. Richtig angenehm. Oh, das war auch die Reihe, die ich so gerne mochte, ne? Ja, das ergibt Sinn, Claudi. Ilang Ilang und Thierry Blume habe ich, glaube ich, gesagt, ne? Ich gucke nochmal. Ja. Toll. Wenn das im Sprüher gewesen wäre, meine Herren, das wäre ja richtig abgefahren gewesen. Aber hätte, hätte Fahrradkette, kann ich mir notfalls umfüllen. Eine Woche vor Heiligabend dürfen wir nochmal in die Wanne hüpfen, und zwar mit dem The Lagoon Leilani. Hatten wir, glaube ich, gerade auch schon. Ja, da wird das Ganze begleitet. Der Badeschaum. 50 Milliliter sind hier drin enthalten. Ich glaube, darin werde ich wirklich sehr gerne baden. Sehr gerne. Und wenn ich ganz abgefahren bin, mache ich mir die auch noch mit rein. Dann bin ich aber richtig dekadent hier. Ja, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Der 18. Dezember enthält die La Résistance Citalasso in Virogating.
Nein, Invigorating Body Lotion mit Bergamotte und Meeresmineralien, 75 Milliliter. Und dass das in der 18 ist, das zeigt mir halt einfach, dass die 6 hier echt random gefüllt wurde. Schade Schokolade. Riecht aber trotzdem sehr angenehm. Und weil wir ja noch nicht genug gebadet haben, schickt uns jetzt den 19. Dezember wieder in die Badewanne. Und zwar mit Garden of Harmony. Das ist ein Badefässer mit 25 Gramm. Finde ich auch schön. Also selbst wenn du die jetzt nicht immer im Advent an dem Tag nutzt, ne? Das ist ja auch immer situationsabhängig. Sieht das bestimmt auch schön aus, wenn du die so zusammen mit so einem Puffel irgendwie in so einem Körbchen hast. Ich habe so ein Herzkörbchen bei uns im Badezimmer. Da kann man die so reinmachen und dann, wenn man dann irgendwann mal so einen Chili-Milli-Day haben möchte, geht man dann dahin und dann sieht man, was da alles so liegt und kann nehmen, was man gerade haben möchte. Voll cool. Am 20. Dezember haben wir einen Stein in diesem Adventskalender drin. Das ist so ein Speckstein und auf diesen Speckstein kannst du dir zum Beispiel dieses, nee, kannst du nicht machen, das muss ja rollen. Da kannst du dir einen Raumduft dran sprühen und dann hält das länger. Ja, genau. Aber wir haben noch gar keinen Raumduft. Nee, der selber riecht ja auch nicht nach irgendwas. Das ist so ein Speckstein, glaube ich, ne? Steht jetzt keine Beschreibung hier mit dabei, aber dafür ist das eigentlich. Vielleicht bereitet uns diese Klappchen auf den Heiligabend vor. Man weiß es nicht. Am 21. Dezember dürfen wir unter die Dusche hüpfen. Und zwar gibt es ein Relaxing Body Wash mit Sandelholz und Frangipani aus der Villa Bali Reihe. Guck mal, da kann ich jetzt mal dran riechen, wie dann auch quasi das Duschöl riechen, Körperöl riechen würde. Ja, zitrisch, ne? Ja, aber angenehm. Wobei nicht ganz so zitrisch, jetzt ist da auch noch Lippenstift dran gekommen. Eigentlich ganz normal, klassisch, jetzt nicht irgendwie besonders, würde ich sagen. Aber ich mag's. Schön. Ach, guck mal, zum 22. Dezember, die zweite und letzte Schnapszeit, überlegt sich der Adventskalender, hey, die Seife von der Nummer 2 hast du bestimmt schon aufgebraucht, also brauchst du neue. La Résistance Citalasso Perfume Soap haben wir hier mit 30 Gramm drin enthalten. Und da kannst du auch mal eine etwas andere Duftrichtung für deine Hände probieren, nämlich die etwas aquatischere. Jo. Nett. Einen Tag vor Heiligabend haben wir einen ziemlich zerfledderten Adventskalender und da habe ich hier die The Palace of Orient Comforting Hand Cream mit Rose und Arganöl drin. Hier sind auch 30 Milliliter drin enthalten, also gepflegt und geduscht sind wir auf jeden Fall. Wir sind wirklich sehr sauber und da bin ich jetzt echt mal gespannt. Wahrscheinlich knüpft jetzt die 24 an dieses Steinchen an, oder? Nö. Einfach mal nö. Hä? Und wofür haben wir dann diese Steinchen? Das finde ich irgendwie merkwürdig. Okay, egal. Ja, da haben wir den Garden of Harmony Caring Body Caring Body Shower Foam mit Almond und mit Mandel und Orange. Entschuldigung. Da verschlucke ich mich an meiner eigenen, dass ich das lustig finde, ne? Also, das ist definitiv ein schöner Duft, den man auch zu Weihnachten haben kann. Was ich halt auch noch daran sehr, sehr lustig finde, ne? Ich denke an den Rituals Adventskalender, den ich ausgepackt habe für 99,90 €, wo du einfach in der 24, sorry, Spoiler, eine kleine Größe von einem Duschschaum drin hast und hier in einem 50-Euro-Adventskalender hast du einfach eine Full-Size drin. Herzlichen Glückwunsch, ne? Das ist echt abgefahren. 200 Milliliter sind hier drin enthalten. Ich finde es zwar nach wie vor merkwürdig, warum wir dann diesen Stein hier drin haben. Wenn das hier zum Sprühen gewesen wäre, hätte das Sinn ergeben, aber ansonsten sind die Produkte schön aufeinander abgestimmt. Und ja, es geht hier wirklich, haben wir ja auch draufgeschrieben, um Körperpflege. Das ist reine Körperpflege. Du hast hier keinen Rampampam. Die haben das sehr, sehr merkwürdig verteilt und der Adventskalender sieht leider aus wie Hulle, aber ich glaube, dass dieser Adventskalender toll ist und dass man den auch gut, dass es gut ist. Ich kann mir den vorstellen als zum Beispiel Büro-Adventskalender, wenn man den mit mehreren jeden Tag so auspackt, ne, und sich das vielleicht auch so aufteilt. Das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir den aber auch für eine Person vorstellen, für ein Paar kann ich mir das vorstellen. Ich glaube schon, dass der Spaß macht und dass man damit auch seine Freude hat. Ne? Also das ist auch ein richtig nettes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich rechne das ja aus, aber ich glaube, dass man hier echt was Gutes bekommt. Und das ist toll. Das ist eintönig. Ich weiß, aber du weißt ja, du bekommst, was du gesagt bekommen hast, was du bekommst. Also von daher ist es vollkommen in Ordnung. Und ich finde den klasse. Bis auf diesen Speckstein. Den verstehe ich nicht. Ihr Lieben, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Da können wir uns gerne mal drüber austauschen. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.